Eins, zwei, drei Gründe, warum du mehr Proteine in deiner Ernährung unterbringen solltest, wenn dein Ziel ist, abzunehmen. In diesem Video erkläre ich dir die Gründe und Mechanismen, wieso ein höherer Proteinanteil in deiner Ernährung dir beim Abnehmen hilft. Hi, mein Name ist Alexander Seifried vom Sano Gym in Ulm und in diesem Video möchte ich dir erklären, warum du mehr Proteine essen solltest, wenn du ein Körpergewicht verlieren möchtest. Der erste Grund ist wirklich sehr einfach und lautet: Proteine machen satt. Wissenschaftliche Studien konnten herausfinden, dass Proteine, also Eiweiße, einen höheren Sättigungsgrad haben als beispielsweise Kohlenhydrate oder Fette. Dafür hat man zum Beispiel untersucht, wie sich ein sogenannter Preload auf eine Hauptmahlzeit auswirkt. Zum Beispiel wurde den Probanden einmal eine kohlenhydratreiche Flüssigkeit zum Trinken gegeben und einmal eine proteinreiche Flüssigkeit mit gleicher Kalorienmenge. In einer nachfolgenden Mahlzeit, in der die Probanden so viel essen durften, wie sie wollten, haben diejenigen Probanden, die einen erhöhten Proteinanteil im Preload hatten, weniger Kalorien zugeführt, ohne überhaupt darauf zu achten. Das bedeutet, wenn du mehr Proteine isst, dann bist du auch länger satt und führst automatisch über den Tag verteilt weniger Kalorien zu dir. Das liegt daran, dass Proteine sogenannte anorexigene Hormone stimulieren. Das sind Hormone, die zu erhöhter Sättigung beitragen, wie zum Beispiel das GLP-1 oder das Cholecystokinin. Der zweite Grund lautet: Proteine erhöhen deine nahrungsinduzierte Thermogenese. Vielleicht kennst du diesen Begriff schon aus anderen Videos von uns. Die nahrungsinduzierte Thermogenese bedeutet, dass du beim Verdauen von Lebensmitteln Energie verbrauchst, die in Form von Wärme abgeht. Dieser Effekt ist bei Proteinen deutlich größer als bei Kohlenhydraten oder Fetten, was bedeutet, dass du nicht jede Kilokalorie, die du isst, aus diesen Proteinen auch tatsächlich nutzen kannst. Gleichzeitig wird dadurch dein Grundumsatz, also die Menge, die du an Energie verbrauchst, höher. Dementsprechend werden Proteine sozusagen ineffizient verstoffwechselt. Was zuerst nach einem Nachteil klingt, ist natürlich beim Abnehmen eher ein Vorteil, weil du nicht alle Kalorien, die du isst, auch nutzen, sprich einlagern kannst. Dementsprechend kommen auch weniger Kalorien deiner Mahlzeit tatsächlich auch an und können eventuell in Fettspeichern gelagert werden. Der dritte Grund, warum Proteine dir beim Abnehmen helfen, ist: Du erhältst oder verbesserst deine fettfreie Masse oder auch Magermasse. Dazu gehört mengenmäßig hauptsächlich deine Muskulatur. Wie du vielleicht schon weißt, ist die Muskulatur wichtig, um Energie zu verbrauchen. Eine erhöhte Muskulatur in deinem Körper verbrennt mehr Energie, mehr Kalorien, selbst wenn du gar nichts tust. In anderen Worten, dein sogenannter Grundumsatz ist erhöht. Proteine helfen dir dabei, eben diesen Grundumsatz zu erhöhen, vor allem eben in Kombination mit Sport, mit intensivem Krafttraining. Aber auch in fortgeschrittenem Alter hilft dir eine erhöhte Proteinzufuhr, den Verlust an Magermasse möglichst gering zu halten und eben auch deinen Grundumsatz, deinen Energieverbrauch hochzuhalten und eine ausgeglichene oder negative Energiebilanz zu erzielen. Mit diesen drei Gründen hoffe ich, fällt es dir noch leichter zu verstehen, warum Proteine dein Abnehmturbo sein können und warum du mehr davon essen solltest, wenn du dein Körpergewicht halten oder reduzieren möchtest. Hast du Fragen zum Thema, wie viel Proteine isst du und was sind deine Lieblingsproteinquellen? Schreib es uns bitte in die Kommentare und gib uns Feedback zu diesem Video. Wir freuen uns, dass du heute wieder dabei warst. Ciao, danke fürs Zusehen, dein Alex von Sano Gym.